Herzlich willkommen, liebe Freunde der Fontanefestspiele. Es gibt heute meine zweite Lesung auf Wunsch von Frau Birgit Fuchs und dem Schinkel-Gymnasium, wo ich im September vergangenen Jahres zu Gast sein durfte. Die Schüler der Abiturstufe hatten sich auch 2019 beim Theatersommer Netzeband unsere Inszenierung Elan-Clip angeschaut. Und ich werde jetzt Elan-Clip auszugsweise noch einmal hier an dieser Stelle lesen. Elan-Clip von Theodor Fontane. Nach einem Harzer Kirchenbuch. 1. Hilde kommt in des Heidereiters Haus. In einem der nördlichen Harztäler, in Nähe der Stelle, wo das Emmetal in das flache Vorland ausmündet, lagen in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also 1760, Dorf und Schloss Emmerode. Jenseits des Dorfes aber, einige hundert Schritte weiter talaufwärts, wurde ein einzeln stehendes, hart in die Bergwand eingebautes Haus sichtbar, das an seiner Front ein paar Steinstufen und eine Vorlaube von wildem Wein und über der Tür ein Hirschgeweih zeigte. Hier wohnte Balzer Bocholt, ein Westfelinger, der in jungen Jahren in Chur Trier als Soldat gedient hatte, späterhin aber nach Emmerode gekommen und um seiner guten Führung willen erst ein gräflicher Heidereiter und einige Jahre später durch Heirat mit des alten Erbschulzen Aleswand einziger Tochter ein über seinen Stand hinaus vermöglicher Mann geworden war. Er hatte nun Haus und Hof und Amt und Frau, dazu den Respekt in Dorf und Schloss und ging stolz und aufrecht einher und freute sich seines Glückes, bis er nach einer 11-jährigen friedfertigen Ehe zum ersten Mal den Unbestand alles Irdischen an sich selbst erfahren musste. Die Frau starb ihm plötzlich und ruhte jetzt, seit 2 Monaten erst, an der Berglehne drüben, die dreifach abgestuft auf ihrer untersten Stufe den von Mauer und Stechpalmen umfassten Kirchhof, auf ihrer mittleren die kleine Kapellenkirche zum Heiligen Geist und auf ihrer höchsten das zacken- und giebelreiche Schloss der alten Grafen von Emmerode trug. Es war im September und der Heidereiter eben von Ilseburg zurück, wohin er sich, um ein eisernes Gitter für das Grab seiner Frau zu bestellen, in aller Frühe schon begeben hatte, als er Pastor Sörgels alte Doris über die Straße kommen und gleich darauf in den Flur seines Hauses eintraten sah. Nun, Doris, was gibt's? Einen Brief von Herrn Pastor. Und der Heidereiter, der noch in seinem Staatsrock war und eben erst Miene machte, den Hirschfänger abzulegen, nahm ihr den Brief ab und las ihn, nachdem er sich mit einem Anfluge von Wichtigkeit ans Fenster gestellt hatte. Die Mutter Rochesen ist diese Nacht gestorben und ihr Kind ist bei mir. Ich wünsche mit euch vertraulich darüber zu sprechen und sehe demnächst eurem Besuch entgegen. Balzer Bocholt klappte das Papier wieder zusammen und ließ mit seinem ergebensten Empfehl zurücksagen, dass er sich gleich die Ehre geben und vor seiner Ehrwürden erscheinen würde, bei welchem Titel, als ob ihr derselbe mitgegolten hätte, Doris einen Dankeknicks vor dem Heidereiter machte. Dieser aber sah ihr nach und beobachtete von seinem Fenster aus, wie sie, statt über den Brückensteig, über die 6 Steine ging, die durch den Bach gelegt waren, und eine Minute später in dem Vorgarten der halb schon unter den Kirchhofsbäumen versteckten Pfarre verschwand. Inzwischen hatte des Heidereiters Magd, oder um ihr ihre volle Ehre zu geben, die stattliche Person von über 30, die seit dem Tode der Frau dem Hauswesen vorstand, ein Frühstück aufgetragen. Aber Balzer Bocholt setzte sich nicht, weil ihn der Brief doch unruhig oder neugierig gemacht hatte, und keine halbe Stunde, so ging er auf die Pfarre zu, strich gewohnheitsmäßig über das große runde Kratzeisen hin, trotzdem seine Sohlen so sauber und trocken waren wie der Weg, den er gekommen, und trat in den Flur. Und gleich darauf auch in die Studierstube des Pastors Sörg. Er war oft in dieser Stube gewesen, und der Friede, der darin weilte, hatte mehr als einmal zu seinem Herzen gesprochen. Aber doch nie so wie heute. Die Wanduhr ging, und die dicke Schwanenfeder kritzelte hörbar über das Papier.
in die Nähe des Fensters, aber war ein Schemelchen gerückt, auf dem ein Kind saß, das in einer großen Bilderbibel blätterte. Der Alte legte die Feder nieder, reichte dem Heidereiter die Hand und sagte zu dem Kinde: Hilde, du kannst nun in den Garten gehen und dir pflücken, was du willst, und kannst auch die Bibel mitnehmen, aber sei vorsichtig und mache keinen Fleck. Das Kind tat, wie ihm geheißen, und nur die Bibel ließ es zurück, nicht aus Trotz, wohl aber aus Respekt. Lieber Bocholt, nahm der Geistliche das Wort, als Hilde gegangen war, ich habe euch rufen lassen. Ihr wisst, was es mit der Mute war, aber ich denke, wir geben ihr ein gutes und ordentliches Begräbnis und fragen nicht erst lange. Balzer nickte zustimmend. Aber, so fuhr der Alte fort, da haben wir nun die Hilde. Wohin mit ihr? Ihr kennt die Gräfin und wisst, wie es drüben steht, oder sagen wir, wie es im Herzen der Gnädigen aussieht. Ihr Stolz wird größer sein als ihr Mitleid, und sie wird ihre Hand abziehen und sich's zurechtlegen in ihrem Gewissen. Denn es gibt immer Gründe für das, was wir wünschen. Aber ihr, Balzer Bocholt, ihr wäret der Mann. Ihr könntet's, und es wäre ein christlich Werk. Es fehlt die Frau, Herr Pastor. Eben komme ich von Ilseburg und habe das Gitter bestellt. Es fehlt die Frau wohl, aber sie wird euch nicht immer fehlen. Ihr seid noch rüstig und werdet drüber hinweg wegkommen. Und das weiß ich, es sind ihrer viele. Glaub's nicht, Ehrwürden. Und wenn nicht, so seid ihr der Mann, der mit einem Blick besser erzieht als drei Frauen. Aber seht nur, und er wies auf das Kind, das draußen zwischen den schon hoch in Samen geschossenen Spargelbeeten stand und dem Spiel zweier Schmetterlinge mit den Augen folgte. Der Heidereiter freute sich ersichtlich des Anblicks und sagte nach einer Weile: Gut, ich will es bedenken. Und was ihr beschließt, das soll mir gelten, denn ich kenne euch und weiß, es wird das Rechte sein. Aber nun kommt, dass wir nach der Mute sehen. Und der Pastor klatschte zweimal in die Hand und rief dem Kinde vom Fenster aus zu: Wir wollen nun gehen, Hilde, nimm dein Tuch. Und gleich danach schritten alle drei quer über das Tal auf einen langen und ziemlich hohen Heckenzaun zu, der, neben dem Gehöfte des Heidereiters ansteigend, erst auf den Wiesen- und Weidegrund der sieben Morgen und dann immer höher hinauf auf eine weitgestreckte, mit Ginster und Heidekraut bestandene Hochfläche führte, die Kunerts Kamp hieß und nach hinten zu mit einem anscheinend endlosen Tannenwalde schloss. An dem Punkte aber, wo Kamp und Wald sich ineinander schoben und ein Eck bildeten, stand das kleine, weißgetünchte Haus der Mut Rochsen, einer armen Holzschlägerswitwe. Die Mut Rochsen ist, wenn ich das sagen darf, so etwas wie die mystische Frau, eine Art Zigeunerin in diesem Emmeroder Provinznest. Eine sehr schöne Frau, und man munkelt, dass der Holzschläger, also ihr Mann, nicht der Vater von Hilde ist. Man munkelt oder man weiß, dass die Gräfin mit Hilde in Beziehung steht, weil die Gräfin hat einen Sohn, der vor Prag gefallen ist. Fontane spricht das nie direkt aus, aber wir spüren es, der Leser spürt es, und überhaupt, wie Fontane mal gesagt hat, er versucht in Ellen Klipp viele nicht erklärbare oder nicht ausgesprochene Bereiche wie so einen mystischen Humus unter die reale Geschichte zu schieben und zu verdichten, und dass das den, für ihn den Reiz der Geschichte ausmacht. Ich finde, das ist gelungen. Hilde kommt also in des Heidereiters Haus, er entschließt sich, das Kind zu nehmen, und dort lernt sie Grissel, die Magd, kennen, die wir auch schon kennen, und Jost, den Knecht. Und jetzt sind wir in einer Szene in des Heidereiters Haus. Hilde fand sich schnell in alle zurecht. Und den dritten Tag, als Grissel eben den Tisch deckte, sagte der Heidereiter, indem er sich auf seinem Stuhle herumdrehte: Nun, wie geht es? Ich meine mit der Hilde. Wie soll es gehen? Gut geht es. Es ist ein liebes Kind, still und gehorsam. Das freut mich, sagte Balzer.
dass ihr euch vertragt, aber ich wusste es. Sie hat sowas Feines und ist alles anders. Meinst du nicht auch? Ich freilich, meine ich. Die Mute war ja eine feine Person und eigentlich über ihren Stand. Und was ihr Mann war, ich meine den Jörge Rochusen, denn er soll ja doch wirklich ihr Mann gewesen sein. Und sie reden ja von zwei Trauringen, die der alte Sörgel oben in einer Schachtel gefunden und mit in die Sakristei genommen hat. Nu, der Jörge, der war ja kohlschwarz und eigentlich noch schwarzer als die Mute, bloß nicht so kraus. Und davon, denke ich, hat unser Hildchen das rote Haar und ist sowas Feines. Höre, Grisse, entgegnete der Heidreiter, ich kenne dich und weiß, wo das hinaus soll. Aber ich sage dir, ich will davon nichts hören. Was geschehen ist, ist geschehen. Das muss nun tot sein, so tot wie die Mute. Die hat alles mit ins Grab genommen, ich meine die Geschichte von drüben. Und das Kind ist jetzt ehrlicher Leute Kind, unser Kind. Und du wirst den Mund halten. Ich weiß auch, du kannst es, wenn du willst. Denn du bist eine kluge Person, eine rechte Schulmeisters- und Küsterstochter und hörst das Gras wachsen. Gerade so wie der alte Melcher Harms oben, den du nicht leiden kannst. Und warum nicht? Danach frage ich nicht, das ist deine Sache. Aber meine Sache ist, dass ich kein Gerede haben will und soll alles sauber und rein sein in meinem Haus. Und was gewesen ist, ist gewesen und dabei bleibt's. Hörst du? Grissel. Während Balzer so sprach, hatte das Tischtuch immer wieder und wieder geglättet, trotzdem es längst glatt lag, und sagte nur, ja, es ist gut, sie soll nichts hören davon, und im Dorfe redet sich's tot. Aber ihr eigen Blut wird es ihr sagen. Und ich merke schon sowas. Unsinn. Ihr müsst ihr bloß nach den Augen sehen, Balzer, und wie sie so zufallen, am helllichten Tag. Und ist immer müd und tut nichts. Aber mit eins richtet sie sich auf und steht kerzengerade und ist, als ob ihr die Guckerchen aus dem Kopf wollten. Und dann ist es wieder vorbei. Ja, Balzer, es wird nichts Leichtes sein mit dem Kind. Und was meinst du, was geschehen soll? Allerlei, meine ich. Ich meine, sie muss in die Schule und an die Arbeit. Es ist ja zum Gott erbarmen mit ihr und kann nichts und weiß nichts und ist wild aufgewachsen und will immer hinaus. Und wenn sie nicht hinaus will, so will sie schlafen. Ich habe selber schon an Schule gedacht, antwortete der Heidereiter. Aber der alte Sörgel will es nicht und meint, es sei noch zu früh und hat erst von Ostern gesprochen. Und weil ich ja gesagt habe, so muss es bleiben. Und es blieb so. Noch jemand wohnt im Haus des Heidereiters, Martin, sein Sohn. Und Martin wird Freund und Glück von Hilde. Sie spielen zusammen und Martin liest ihr den Wunsch von den Augen ab. Martin und Hilde. Und so wusst er, Martin, denn auch bald, dass sie nichts Lieberes tat als Boot und Flotte spielen. Und in seinen freien Stunden saß er seitdem in der Geschirr- und Hobelkammer, schnitt Schiffchen aus Holz- und Rindestücken und gab ihnen einen Mast mit einem weißen Segel daran. Und dann setzten sie die Schiffchen ein, den Bach am Haus und sahen ihnen nach. Die meisten kenterten gleich und wurden ans Ufer geworfen, aber zwei hielten sich bis weit hinaus und sie konnten sie nicht bloß verfolgen, sondern auch deutlich erkennen, wie sie gerade auf den Sonnenball zufuhren, der zwischen dem niederhängenden Gezweige stand und die schäumenden Wellen vergoldete. Sieh, sagte Martin, das sind wir. Ich habe unsere Namen dran gesteckt. Und die scheitern nicht. Und wenn du es nicht glaubst, so komm nur. Wir wollen sehen, ob ich nicht recht habe. Und sie liefen abwärts, um die gekenterten Schiffchen wieder aufzusuchen und danach festzustellen, welche zwei noch flott waren. Aber schon das zweite, das zwischen den Steinen lag, war der Martin. Er nahm es und erschrak. Ach, Hilde, dann ist das ein anderes Schiff, das mit dir fährt. Und eine Träne stand in seinem Auge. Hilde gab keine Antwort und sah immer nur den beiden Segeln nach, die noch im Abendlichte glänzten, bis endlich das Licht und die Segel verschwunden waren. Thank you.
Drittes Kapitel. Hilde hat einen Willen. Es ist das Weihnachtsfest. Martin hat Hilde eine wunderschöne Krippe geschnitzt. Hilde hat sich unglaublich gefreut und liegt noch mit Grissel oben im Bett. Grissel erzählt ihr die Weihnachtsgeschichte anders, als das Hildes Mutter getan hat, die Mutter Rochusen, die Heidin, kann man sagen. Und dann schrillt in der Nacht die Feuerglocke und als erstes muss der Heidereiter raus, weil er auch verantwortlich ist für die Feuerwehr. Und er verbietet, dass seine Kinder hinterherkommen. Hilde will aber hinaus. Er stürzt also die Treppe hinunter. Und dass du mir das Haus hütest, Grissel, ich befehle es. Ein Feuer wie das ist kein Küchenfeuer. Und Hilde soll ins Bett und Martin auch. Damit war er die Treppenstufen hinunter und ging auf Diegels Mühle zu, von der er dann als auf dem nächsten Wege nach Ellanklipp hinauf wollte. Mittlerweile war auch Hilde die Treppe herabgekommen und stellte sich mit auf die zugige Diele, denn Vor- und Hintertür standen weit offen. Und nicht lange, so rollte von Emmerode her über den hartgetretenen Schnee die Dorfspritze heran. Allerhand junges Volk hatte sich vorgespannt, andere schoben und Grissel, die bis auf die Vortreppe hinausgetreten war, fragte, wo es sei. »Auf Kunats Kamp! Der Mutter Rochusen ihr Haus brennt!« Hildes Kindheitshaus. Und damit ging es weiter. Aber ehe noch die Spritze zwischen den Erlen verschwunden war, erklärte Hilde, die jedes Wort gehört hatte, dass sie gehen und das Feuer sehen wolle. »Du darfst nicht!« Aber sie bat weiter und als Grissel unerbittlich blieb, sagte sie, »Gut, so gehe ich allein. Du wirst mich doch nicht halten wollen.« Und damit lief sie fort und kam erst zurück und beruhigte sich erst wieder, als ihr die bang und ängstlich nachstürzende Grissel einmal über das andere zugesichert hatte, sie nicht einsperren oder mit Gewalt festhalten, ihr vielmehr in allem zu Willen sein zu wollen. Und wirklich, sie hielt Wort. Und als sie die vor Erregung immer noch zitternde Hilde wohl verwahrt und in ihre Weihnachtspelzkappe gesteckt hatte, gingen sie rechts um das Haus biegend einen mit lockerem Schnee gefüllten Graben hinauf, der unmittelbar neben dem Heckenzaun hinauf auf die Höhe zulief. Eine Zeit lang war es ihnen, als ob oben alles erloschen sei, denn sie sahen keinen Schein mehr. Aber kaum, dass der anfänglich tiefe Graben etwas flacher geworden war, so lag auch das Feuer vor ihnen, wie mit Händen zu greifen, und die Glutmasse wirbelte immer heftiger in die Höhe. Hilde stand wie gebannt. Endlich aber sagte sie, »Komm, wir wollen näher.« Und damit hielten sie sich auf einen hohen Grenzstein zu, der zwischen Kunats Kamp und den Sieben Morgen lag und das verschneite Heidekraut weit überragte. Auf den stellten sie sich und sahen hinüber in die Flamme. Die Spritze war schon da, trotzdem man sie stückweise hatte herauftragen müssen, aber Wasser fehlte. Denn der Ziehbrunnen, der zu dem Hause gehörte, lag schon im Bereiche des Feuers und niemand konnte mehr heran. Es schien aber doch, als ob Wasser von irgendwoher erwartet werde, denn eine lange Kette hatte sich bis Ellanklipp hinauf aufgestellt und nur der Heidereiter achtete weit mehr auf das, was an der entgegengesetzten Seite vorging, weil er vor allem seinen Wald zu retten wünschte. Der lag freilich noch gute 100 Schritt entfernt, aber gerade da, wo die Mute gewohnt hatte, schob er eine lange Spitze vor, deren vorderstes Gezweig bereits bis über die Gartenzäunung hing. Es war klar, dass der Wald in äußerster Gefahr schwebte, wenn es nicht gelang, einen breiten Zwischenraum zu schaffen, und Balzer Bocholt, der wohl erkannte, dass er um des ganzen Willen einen Einsatz nicht scheuen dürfe, wies jetzt, als er seine Holzschläger und Schindelspeller um sich versammelt hatte, auf die Stelle hin, wo seiner Meinung nach der Schnitt gemacht und die vorspringende Spitze von dem eigentlichen Gebreite des Waldes abgetrennt werden musste. Vorwärts! Und nicht lange, so hörte man den Schlag der Axt und das Krachen und Stürzen der Bäume, die, wenn kaum erst halb angeschlagen, an langen Stricken niedergerissen wurden. Und eine kleine Weile noch, so gab es auch Wasser oder doch Gelegenheit dazu, denn aus dem Tale herauf von Diegels Mühle her erschien eben jetzt eine Schlittenschleife, die mit Schaufeln und Spaten, mit Eimern und Kesseln und überhaupt mit allem bepackt worden war, dessen man unten in der Eile hatte habhaft werden können. Und während einige der Leute sofort sich anschickten, mit Stangen und Feuerhaken ein paar brennende Balken aus der Feuermasse herauszureißen, schleppten andere die Kessel, große und kleine, vom Schlitten her in die Glut und schippten den
umherliegenden Schnee hinein. Und wieder andere, die hockten um die Kessel her und trugen den Schnee, wenn er geschmolzen, in Butten und Eimern an die nebenstehende Spritze, deren erster Strahl eben jetzt in die Glutmasse niederfiel. Aber der Heidereiter, unschwer erkennen, dass an der Mute Haus wenig gelegen und noch weniger zu retten war, schrie mit lauter Stimme dazwischen: Unsinn! Hierher! Und gehorsam seinem Kommando packten alle, die zur Hand waren, nach der Spritzendeichsel und jagten über die verschneiten Baumstubben fort, bis sie dicht an der Waldecke hielten, an eben jener bedrohtesten Stelle, wo der angeglühte Schnee bereits von den Zweigen zu tropfen anfing. Und Hilde starrte wie benommen in das mit jedem Augenblicke sich neu gestaltende Bild, das, alles sonstigen Wechsels ungeachtet, in drei fest und unverändert bleibenden Farbenstufen vor ihr lag. Am weitesten zurück die schwarze Schattenmasse des Waldes, vor dem Walde das Feuer und vor dem Feuer der Schnee, über dem Ganzen aber der Sternenhimmel. Und sie sah hinauf und die Engel stiegen auf und nieder. Und es war wieder ein Singen und Klingen, und die Wirklichkeit der Dinge schwand ihr hin in Bild und Traum. Und so stand sie noch, als sie drüben ein Rufen und Schreien hörte, von dem ihr Traum zerrann. Und als sie wieder hinblickte, sah sie, dass das brennende Haus in ein Wanken und Schwanken kam und im nächsten Augenblicke jäh zusammenstürzte. Die Funken flogen Himmel an und verloren sich in den Sternen. Eine Minute lang folgte sie noch wie geblendet dem Schauspiel, während sie zugleich das in die Höhe gerichtete Auge mit ihrer Hand zu schützen suchte. Dann aber ließ sie die Hand wieder fallen und sagte: Komm, Christel, mich friert, und es ist nun alles vorbei. Hilde wird eingesegnet. Mittlerweile sind die Kinder 14 Jahre, leben miteinander, freuen sich miteinander. Und der Balzer Bocholt freut sich, dass sie wie Geschwister miteinander sind. Und nun war die Woche vor Palmsonntag wieder ein Dienstag. Und die beiden Kinder hatten ihre letzte Stunde gehabt und wollten über den Kirchhof zurück. Aber es ging nicht, wie sie bald sehen mussten, denn überall stand Wasser um die Gräber her und der Wind, der seit Tagesanbruch wehte, hatte noch nicht Zeit gehabt, die Lachen und Tümpel wieder auszutrocknen. So gingen sie draußen entlang, einen schmalen Weg hin, wo Steine lagen und zu beiden Seiten eine Stechpalmenhecke grünte. Hier pflückte sich Hilda ein paar von den blanken Blättern, hielt sie sich vor und sagte: Sieh, Martin, wie hübsch es kleidet. Aber nächsten Sonntag, und das sind bloß noch 5 Tage, da kriege ich einen ordentlichen Strauß mit Blumen aus dem Treibhaus oben, denn Christel kennt den Gärtner und ist noch Verwandtschaft von ihr. Einen Strauß aus dem Glashaus oben, wiederholte Martin. Oh, wie hübsch. Aber die Leute werden wieder sagen: Ei, seht des Heidereiters mit ihrer Hilde, die möchten am liebsten eine Gräfin aus ihr machen. Ist es so, wie du sagst? Dann will ich keinen Strauß. Oh, du musst dich nicht immer an das Gerede der Leute kehren. Ich kehre mich aber dran und ich will nicht, dass sie nach mir hinsehen und zischeln. Und wenn ich gar einen sehe, der mich beneidet, dann ist's mir immer wie ein Stich und es fiel mir ein Tropfen Blut aus dem Herzen und ist ganz heiß hier und tut ordentlich weh. Hast du das auch? Nein, ich habe es nicht. Ich habe es gern, wenn mich einer beneidet. Und so plaudernd waren sie bis an die Birkenbrücke gekommen und blieben stehen, um das angeschwollene Wasser unter dem kleinen Holzjoche dahinbrausen zu sehen. Allerhand braune Blätter und Rindenstücke tanzten auf dem Gischt umher und die großen Steine, die sonst mit ihrer Oberhälfte trocken lagen, waren heute überschäumt. Hier standen sie lange, den Blick immer nach unten gerichtet.
bis Martin wie von ungefähr aufsah und auf kaum 100 Schritte den Heidereiter und einem unsteten Gange herankommen sah. Er ging hart am Bache hin und trug sein Gewehr am Riemen über die linke Schulter, seinen Hut aber nahm er oft ab und wischte sich die Stirn mit seinem Sacktuch, was alles darauf hindeutete, dass er in großer Erregung war. »Sieh, der Vater«, sagte Martin und wollte ihm entgegeneilen. Aber Balzer, als er dessen gewahr wurde, winkte ihm heftig mit der Hand zum Zeichen, dass er bleiben solle, wo er sei, und schritt, ohne sich weiter umzusehen, rasch auf das Haus zu. Der braune Jagdhund, der ihm folgte, senkte den Kopf ins nasse Gras und tat auch, als ob er die Kinder nicht sähe. »Was ist das?«, sagte Martin. »Komm!« Aber Hilde hielt ihn fest und sagte, »Nein, bleib!« Und so blieben sie noch und gingen endlich statt ins Haus auf ihrem früheren Wege bis an die Kirchhofsmauer zurück. Da setzten sie sich auf eine niedrige Stelle, gerade da, wo die Stechpalmenhecke war, und sprachen kein Wort. Und nicht lange, so sahen sie, wie der Vater über die Brücke kam, und weil sie sich vor ihm fürchteten, traten sie hinter die Hecke zurück, um nicht gesehen zu werden. Aber sie selber sahen ihn. Er hatte seinen Stutzhut auf und den Hirschfänger umgeschnallt, und aus allem war ersichtlich, dass er aufs Schloss hinauf wollte. Beide sahen ihm ängstlich nach, und erst als seine breite Gestalt auf dem Schlängelwege verschwunden war, kamen sie wieder aus ihrem Versteck hervor. Auf der Diele trafen sie Grissel, die vor sich hinsprach und dem Hühnerhunde Brot einbrockte. Der aber ging immer nur um die Schüssel herum und begnügte sich, ein paar Fliegen zu fangen, die hin und her summten. Und dann schlich er auf das Rehfeld zu, das neben der Hoftür lag, streckte sich aus und klappte verdrießlich mit den Ohren. »Was ist, Grissel?«, fragte Martin. »Was ist? Er hat den Maus Bugisch über den Haufen geschossen.« »Tot?« »Er versteht sich. Er wird ihn doch nicht halbtot schießen. Das ist gegen die Regel. Dein Vater tut nichts Halbes.« »Um Gottes Barmherzigkeit willen«, schrie Hilde, fiel in die Knie und betete vor sich hin, »Vater unser, der du bist im Himmel.« Und in ihrer furchtbaren Angst betete sie weiter, bis die Stelle kam, unser täglich Brot gib uns heute. Da riss die Griffel sie heftig auf und sagte, was täglich Brot? Als ob du es nicht hättest. Du hast dein täglich Brot und wenn du beten willst, so bet ums Rechte. Hier aber ist nichts zu beten. Er wollte deinem Vater ans Leben und ist nun die dritte Woche, dass er es ihm zugeschworen. Aber der, dein Vater, war flinker und fragt nicht lang und spaßt nicht lang. Ja, das hat er noch von den Soldaten her. Und ich sage dir, Hilde, das ist nun mal nicht anders und musst dich dran gewöhnen. Denn du bist hier in eines Heidereiters Haus und da heißt es er oder ich. Und wie steht es denn in der Bibel? Aug um Auge und Zahn um Zahn. Und liebet eure Feinde. Ja, das steht auch drin. Und für den, der es kann, ist es gut genug. Oder vielleicht auch besser oder vielleicht auch ganz gewiss. Denn ich will mich nicht versündigen an meinem Christenglauben. Aber was ein richtiger Heidereiter ist, der hält auf den alten Bund und aufs alte Testament. Und warum? Weil es schärfer ist und weil er es jeden Tag erfahren muss. Wer leben will, der muss scharf zufassen. Und nun komm, Hildechen. Ich will dir ein Glas Wein geben von dem Ungerschen, den du so gern hast. Und er wird nichts dagegen haben. Es ist ja für dich. Und dann musst du wissen, sowas kommt auch nicht alle Tag. Aber sieh nur, da bringen sie ihn schon. Und sie wies vom Fenster aus auf eine Stelle, wo der Buschweg, der neben dem Bache hinlief, in den großen Fahrweg einbog. Aber Hilde, die wie gestört war, wollte nichts sehen und lief auf die Hoftür zu, wo der Hühnerhund lag, und bückte sich und umarmte das Tier. Und der Hund, der wohl wusste, was es war, weimerte vor sich hin und fuhr ihr mit der Zunge über Stirn und Gesicht. Inzwischen waren Grissel und Martin von der Stube her auf die Vortreppe gegangen und sahen in aller Deutlichkeit, wie sie den Wilderer auf der großen Straße herantrugen. Es waren ihrer vier, lauter Holzschläger. Sie hatten aus ein paar jungen Ellern eine Trage gemacht. Über den Toten selbst aber waren Tannenzweige gebreitet. Und so gingen sie vorüber und grüßten nicht. »Sie, Martin«, sagte Grissel, »sie grüßen uns nicht. Und ich weiß wohl, warum nicht. Weil ihnen allen der Wilddieb im Leibe steckt. Oh, ich kenne sie. Was Gesetz ist, das wissen sie nicht. Und ein Glück ist es, dass wir es wissen. Und nun komm, die Hilde kann kein Blut sehen und hat sich, als ob es der letzte Tag wäre. Aber das lernt sich.« Und damit gingen sie wieder ins Haus.
Unter Sturm und Regen hatte die Woche begonnen und blieb auch so bis zuletzt. Und wenn der Himmel einmal blau war, so ballte sich rasch wieder ein Neugewölk zusammen und kam von den Bergen herunter und ging zu Tal. Und dabei war es kalt. Und Hilde fror. Es war eine freudlose Woche, freudlos und unruhig, und jeder ging seinen Weg. Aber so wenig dies alles zu Palmsonntag passte, so war es doch auch wieder ein Glück und half Hilden über die Pein fort, an der Seite des Vaters sitzen und ihm in die Augen sehen zu müssen. Er war viel aus dem Haus, oben bei der Gräfin, und dann wieder auf dem Ilseburger Gericht, und wenn er spät nachmittags zurückkehrte, schloss er sich ein und wollte niemanden sehen, auch Hilde nicht. Er war verbittert, weil ihm nicht entgehen konnte, dass ihm die Herren vom Gericht in der Bugisch-Sache nur ein halbes Recht gaben, und weil ihr die Gräfin gefragt hatte, Balzer Bocholt, muss es denn sein? Und er hatte bitter geantwortet. Ob es musste? Ja, Gräfin, es musste. Denn ich bin nicht bloß ein Mann im Dienst, ich bin auch ein Christ und kenne das fünfte Gebot und weiß, was es heißt, eines Menschen Blut auf der Seele zu haben. Danach hatte die Gräfin eingelenkt und ihn wieder zu beruhigen gesucht. Aber die Kränkung war geblieben. Und so kam Palmsonntag und Einsegnung heran, und schon in aller Frühe gingen die Glocken. Als es aber das zweite Mal zu läuten anfing, erschien Balzer Bocholt in der Tür seines Hauses und sah ernst und feierlich aus und nahm seinen Hut ab und strich ihn zwei-, dreimal mit dem einen seiner gemslederen Handschuhe. Denn er war sich wohl bewusst, dass es auch ein wichtiger Gang für ihn war. Und dass viele von den Emmerodern ebenso dachten wie die Gräfin oben und sich auch die Frage gestellt haben, ob es denn habe sein müssen. Er wusste dies alles und stieg langsam und in Gedanken die Vortreppe nieder, und erst jenseits der Birkenbrücke sah er sich nach den Kindern um, die wenige Schritte hinter ihm folgten. In einiger Entfernung aber kam Grissel und weit zurück erst Jost. Er hatte mit Grissel gehen wollen, die jedoch ärgerlich den Kopf geschüttelt und ihm gesagt hatte, nein, Jost, heute nicht. Und er musste sich's gefallen lassen, denn er war bloß eines Büttners Sohn und sprach immer platt. In der Kirche waren erst wenige Plätze besetzt und nur die Orgel spielte schon. Und Balzer Bocholt, als er eintrat, ging das Kirchenschiff hinaus und nahm hier auf einer der beiden Bänke Platz, die für die nächsten Verwandten der Einsegnungskinder bestimmt waren. Es war die nach rechts hinstehende Bank, und Martin und Hilde stellten sich dicht davor, ganz nahe dem Altar, alles, wie Sörgel es ihnen gesagt hatte. Und hier hörte nun Hilde, wie sich die Kirche hinter ihr füllte, und sah auch mit halbem Auge, wie sich die Reihe der neben ihr stehenden Kinder nach beiden Seiten hin verlängerte. Aber sie rührte sich nicht und blickte sich nicht um. Und nun wurde gesungen, und als der Gesang endlich schwieg und Martin das Glaubensbekenntnis gesprochen hatte, richtete Sörgel seine Fragen an die Konfirmanden. Aber Hilden frug er nicht. Denn er sah wohl, dass sie todblass war und zitterte. Und nun gab er jedem Kinde seinen Spruch an die vor ihm kniende Hilde, aber trat er zuletzt heran und sagte, lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und sie wog jedes Wort in ihrem Herzen und kniete noch, als alles schon vorüber war und jedes der Kinder sich schon gewandt hatte, um Vater und Mutter zu begrüßen. Ganz zuletzt auch wandte sie sich und sah nun, dass ihr Vater auf seiner Bank allein saß. Und ein ungeheures Mitleid erfasste sie für den in seiner Ehre gekränkten Mann, und sie vergaß ihre Angst und lief auf ihn zu und küsste ihn. Stund an. Aber wäre er jeden Augenblick für sie gestorben. Denn er war ein stolzer Mann, und es fraß ihm an der Seele, dass man ihn sitzen ließ, als säß er auf der arme Sünderbank. Und indem er sich höher aufrichtete, nahm er jetzt Hildens Arm und ging festen Schrittes auf den Ausgang zu, zwischen den verdutzt dastehenden Bauern und ihren Frauen mitten hindurch. Einige traten an die Seite und grüßten, und es war auch beinahe, als ob das, was Hilde getan, die Herzen aller umgestimmt und ihren Groll entwaffnet habe. Hinter ihnen her aber ging Martin und freute sich, dass sich die Schwester ein Herz genommen. Und auch Grissel freute sich,
die noch von ihres Vaters Tagen her ihren Platz oben auf dem Orgelchor hatte. Manches aber freute sie nicht, und sie sah dem Paare nach und sprach ihm platt vor sich hin, wie sie es zu tun liebte, wenn sie mit sich allein war. Ei, guck eins, unser Olla, und reckt sich ordentlich in die Höhe, und nun gar uns Little Hilde, guck, guck, sieht sie nicht aus, als ob sie vom Altar käme, und fehlt man bloß noch der Kranz, und am End kommt der auch noch. Und warum soll er auch nicht kommen? Ich habe das Platt ein bisschen ins Berlinerische gezogen, weil sonst würdet ihr es nicht verstehen und ich könnte es auch nicht lesen. Es sind wieder 4 Jahre vergangen und Hilde ist jetzt 18 und hat sich verändert. Es wird auch mal gelacht im Haus des Heiderreiters, immer wenn er nicht da ist. Und am herzlichsten lacht auch Hilde mit. Es sind glückliche Jahre. Hilde. Die war jetzt überhaupt anders als in ihren Kinderjahren. Und noch letzte Kirmes, als sich alles im Tanze drehte, hatte Sörgel zu dem neben ihm stehenden Balzer gesagt: Und nun seht mal, Heidereiter, alle sind gesunder und blühender, aber die Hilde blüht. Und so dachte jeder im Dorf, auch die, die es ihr neideten. Und nur Grissel, wenn sie mit Jost ihren plattdeutschen Diskurs über Hilde hatte, fand seit kurzem allerhand an ihr auszusetzen. Ich weiß nicht, Jost, das Grafsche geht immer mehr zurück und unsere Mute kommt immer mehr durch, find's nicht auch? Und so ging es weiter. Aber so gern sie dieses oder ähnliches sagte, so hütete sie sich doch, es Balzer hören zu lassen, der seit einiger Zeit überhaupt darauf hielt, dass ein Unterschied sei. Es waren jetzt 2 Jahre, dass zum ersten Mal von diesem Unterschied gesprochen worden war und was die Veranlassung dazu gegeben hatte, das war im Sinn und Herzen des Heidereiters unvergessen geblieben und konnte auch nicht anders sein. Ein sehr heißer Julitag war es gewesen und alles ausgeflogen, auch Hilde zu Melcher Harms auf die 7 Morgen hinauf, um mit ihm zu plaudern. Aber ihr Gespräch, so leicht es sonst zu gehen pflegte, hatte heute gestockt, weil eben die Hitze zu groß war. Und Hilde war höher hinaufgestiegen, um da, wo Wald und Heide aneinander grenzten, eine schattige Stelle zu suchen und auch zu finden. Hier hatte sie sich niedergelegt, sich's bequem gemacht und war eben eingeschlafen, als der Heidereiter seines Weges kam und plötzlich gewahr wurde, dass sein Hühnerhund stand. Es war nicht Jagdzeit, aber er nahm doch die Flinte von der Schulter und schlich leise heran, um zu sehen, was es sei. Da lag Hilde, den einen Arm unterm Kopf und sah geschlossenen Auges in den Himmel. Ihr Haar hatte sich gelöst und ihre Stirn war leise gerötet und alles drückte Frieden und doch zugleich ein geheimnisvolles Erwarten aus, als schwebe sie, traumgetragen, einem unendlichen Glücke nach. Um sie her aber summten ein paar Bienen und die Sonne schien und das Heidekraut duftete. Da musste Balzer des Wortes wieder gedenken, das Sörgel letzten Herbst erst gesprochen hatte, die Hilde blüht. Und er wiederholte sich's, hing das Gewehr über die Schulter und sah andächtig und verworren dem Bilde zu, bis er sich heimwärts wandte. Neben ihm her aber ging das Bild, und als eine Stunde später die Hilde nach Hause kam, vermied er es, sie zu sehen, wie wenn er etwas Unrechtes getan und durch die zufällige Begegnung ihr Innerstes belauscht oder ihr Schamgefühl beleidigt habe. Diese Verwirrung und Unruhe blieben ihm auch, und er musste sich's zuletzt alles Sträubens ungeachtet in seinem Herzen bekennen. Er habe sie mit anderen Augen angesehen als sonst. Ja, das war's. Und er schämte sich vor sich selbst. Aber zuletzt bezwang er es und nur zweierlei blieb ihm in der Seele zurück. Einmal,
dass die Hilde kein Kind mehr sei und zweitens, hauptsächlichst, dass sie sein Kind nicht sei. Diese zwei Wahrnehmungen indessen gingen niemandem etwas an. Und so war es dann lediglich um des ersten Punktes willen, dass er am folgenden Tage die Grissel in seine Stube rief. Dieser hatte den Türknopf in der Hand behalten und stand auf der Schwelle, wie jemand, der rasch wieder fort will. Als sie jedoch merkte, dass es ein langes und breites geben würde, kam sie näher und stellte sich mit ihrer Schulter bequem an den Ofen, während der Heidereiter in ersichtlicher Erregung auf und ab ging. Endlich aber begann er. Es ist wegen der Hilde, dass ich mit dir sprechen will. Ich denke, Grissel, wir sind einerlei Meinung und bleiben gute Freunde, denn du bist eine verständige Person. Alfruns Leut sind unverständig. Wer sagt das? Jost. Jost ist ein Narr, entgegnete Balzer. Aber die kleine Zwischenbemerkung war ihm doch gelegen gekommen und er fuhr nun freier fort. Also wegen der Hilde. Sie ist nun 18, schon ein Viertel drüber und ist kein Kind mehr. Ich denke, sie muss nun aus dem Müßiggang heraus und sich daran gewöhnen, dass sie was unter Pflicht und Obhut hat und nicht so hineinlebt in den Tag, immer bloß bei dem Alten oben oder auf Kunatskamp oder bei Sorgel drüben, der sie verhätschelt und verwöhnt. Das soll nicht sein und ich will's nicht. Sie muss also Arbeit haben und die müssen wir ihr geben. Da meine ich denn, wir geben ihr die Milchwirtschaft, das Leinenzeug und die Wäsche. Du verstehst? Wohl, ich verstehe. Und alles andere bleibt und ist bloß noch das mit der Stub oder der Kammer. Ihr waret immer zusammen und das war gut. Grissel und Hilde haben oben in einer Kammer zusammen gewohnt. Aber ich denke, wir lassen ihr jetzt den Giebel oben allein und du nimmst unten die Kammer, die neben der Küche, die hübsche gelbe, die letzten Herbst erst gestrichen ist. Da hast du es warm und ist auch bequemer für dich und brauchst nicht immer Trepp auf und Trepp ab. Du verstehst? Das werde ich nicht verstehen. Und an nichts wird gerührt. Und ist bloß, dass sie jetzt 18 geworden und die Tochter vom Hause sein muss. Und wenn sie was sagt, so muss es gelten. Und wenn's auch der Jost wär und muss gelten ohne Streit und Widerrede. Denn viele Köche verderben den Brei. Wobei mir die Küche in den Sinn kommt, die doch immer die Hauptsache bleibt. Und da bleibst du. Da hat ja keiner dreinzureden, keiner, auch die Hilde nicht. Und ich werde es ihr ernsthaft sagen und dir anbefehlen, dass alles beim Alten bleibt. Du verstehst? Oh, wohl, ich verstehe. Und das war es, Grissel, was ich dir sagen wollte. Vor allem aber denke ich, wir bleiben gute Freunde, nicht wahr? Und was hast du denn für heute Abend? Ich dachte, den Schlei. Ei, das ist gut, aber mit Dill, wie du es immer machst. Und nicht blau geschreckt, wie die Hilde neulich. Aufgepasst, sag ich, und lass dir nicht reinreden. Es bleibt alles, wie es ist. Und das Küchel soll nicht klüger sein als die Henne. Durch die wechselnden Beleuchtungsverhältnisse. Auch ich lese nicht am Stück. Ich habe auch einen Tag mit Kindern, Eltern. Aber vielleicht sind ja auch diese wechselnden atmosphärischen Varianten ganz reizvoll. Wir setzen fort. Der Heidereiter hat Geburtstag und Hilde war den Tag über bei Melcher Harms. Das ist eine Figur, die wir bisher noch nicht erwähnt haben. Das ist ein Konventikler, der auf der Weide die Kühe hütet und der so ein bisschen der Antipode zum Pastor Sörgel ist und zu dem sich Hilde sehr hingezogen fühlt und der ihr ein bisschen über ihre Geschichte erzählt und philosophiert. Und jetzt kommt sie nach Hause, der Heidereiter war auch unterwegs und sie trifft sich mit Martin und sie bereiten sich auf einen gemeinsamen Abend mit ihrem Vater vor. Das ist ein bisschen eine gezwungene Fröhlichkeit. Und die Kinder, mittlerweile 18, reden miteinander. Martin sagte, freust du dich auf den Abend? Oh gewiss, so sehr ich mich freuen kann. So sehr du dich freuen kannst, was heißt das? Du wirst dich doch freuen können, jeder Mensch kann sich freuen. Ja, wiederholte Hilde, jeder Mensch kann sich freuen und ich auch. Und wenn ich sage, so sehr ich mich freuen kann, so meine ich an unserem Tisch und in unserem Haus.
Als Hilde so gesprochen hatte, nahm Martin ihre Hand und seufzte. Ja, das ist es. Und dass ich's dir nur gestehe, ich hatte dich auch recht gut verstanden. Ich wollte es nur deutlicher hören. Ach, was ist das für ein Leben? Ich möchte vergehen. Er meint es ja gut mit uns, mit mir vielleicht und mit dir gewiss. Ja, ja, Hilde, das darfst du nicht bestreiten. Er zieht dich vor. Aber glaube nur ja nicht, dass es das ist. Nein, nein, er soll dich vorziehen. Ich bin nicht böse darüber und gönne dir alles. Alles und dann immer noch was dazu. Nein, Hilde, das ist es nicht. Sie sollen dich lieben, jeder. Und versteht sich am meisten ich. Ach, ich glaube, ich sterbe, so lieb hab ich dich. Und dabei glitt er nieder und legte schluchzend den Kopf auf ihre Knie. Das aber gab ihr einen Schreck und eine Herzensangst und sie bat und beschwor, ihn abzulassen und wieder aufzustehen. Ich hätte den Tod, wenn's die Grissel sähe. Ach, ich kenne sie, sie war anders sonst, aber jetzt hat sie nur spitze Reden für mich und ist hämisch und neidisch, weil ihr so gut gegen mich seid und mir alles zu Willen tut. Der Vater und der alte Sörgel und der alte Melcher Harms oben. Ich bitte dich, Martin, steh auf. Sieh nur, sieh, jetzt hat sie es gesehen. Lass sie, mir gilt es gleich, sie soll es sehen, jeder soll es sehen und er auch. Um Gottes Willen, nein, er nicht. Ich weiß nicht, Martin, was es ist, aber er darf es nicht sehen. Ich lese es ihm von der Stirn. Er will es nicht. Er will, dass wir Geschwister sind. Das musst du doch auch wissen. Und Bruder und Schwester ist sein drittes Wort. Und was er sonst noch will, das weiß ich nicht. Nur das weiß ich, dass er mich immer so ansieht, als ob ich was anderes wäre und was Apartes und alles nicht gut genug für mich. Auch du nicht. Und letzten Erntekranz, als er uns tanzen sah, da hört ich auch sowas und ist doch alles Torheit und Unverstand und schafft mir bloß Neid und Missgunst und bedrückt mich bloß. Ja, das ist es. Ach, Martin, ich bin ihm gut, weil er gut gegen mich ist, aber ich weiß nicht, ich fürchte mich vor ihm. Und ich auch, Hilde. Ja, ja, das ist es. Aber ich will mich nicht länger fürchten und schäme mich meiner Furcht, denn vor einem Vater soll man sich nicht fürchten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ehren, wohl. Aber da liegt eben der Unterschied. Ehren soll man sie und Respekt haben. Und wenn du das zusammentust, so hast du die Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht, das ist gut. Aber bloß Furcht, das ist falsch und schlecht und feig. Und ich will es nicht länger. Ich glaube wohl, dass du recht hast. Aber übereile nichts. Und jedenfalls nicht heute. Du weißt... Und in diesem Augenblicke hörten sie das Anschlagen eines Hundes vom Dorfe her und gleich darauf wurde der Jagdwagen zwischen den Zweigen des Weges sichtbar. Es war also höchste Zeit abzubrechen und beide huschten umso rascher und ängstlicher ins Haus, als sie sich nach dem eben geführten Gespräch unfähig fühlten, eine rechte Freude bei des Vaters Ankunft zu zeigen. Und so fand sich denn nur Jost ein und nahm die Leinen aus des Heidereiters Hand, während Grissel, die gerade Zucker und Zimmet über die Kuchen streute, von ihrem Backofen her aufsah und grüßte. Freilich nur mit einem flüchtigen und vertraulichen Kopfnicken, wie Dienstleute zu tun pflegen, die sich daran gewöhnt haben, auch ihren Gruß innerhalb gewisser Grenzen zu halten. Jetzt sitzt die Familie mit Grissel, mit Jost zusammen. Der Heidereiter lässt Martin Wein aus dem Keller holen. Wein, den er damals zu seiner Hochzeit vom alten Grafen bekommen hat. Zwei wertvolle Flaschen Wein, die er am Ende fast alleine trinkt. Und so neigt sich der Abend dem Ende. Der Heidereiter redet und redet und redet und kommt ins Schmatzen und hört gar nicht mehr auf und ist am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen angeheitert, betrunken, und so vergingen die Stunden. Und als endlich der Heidereiter des Sprechens müde, sich in den Stuhl zurückgelehnt und seinen Meerschaum angezündet hatte, rief er Hilden zu, dass sie was singen solle, was recht Hübsches und Trauriges, sowas, wie sie letzten Geburtstag mit dem Martin zusammengesungen habe, das vom Junker vom Falkenstein oder auch was anderes. Und so sangen sie denn das Lied vom eifersüchtigen Knaben. Und Balzer hörte so fromm und andächtig zu, als ob es aus einem Gesangbuch gewesen wäre, und blies dabei seine Wolken in die Luft. Und auch Grissel schien eine Weile lang ganz Ohr, als aber die Strophe kam: Ich kann und mag nicht sitzen,
mag auch nicht lustig sein. Mein Herz ist mir betrübet, feins lieb von wegen dein. Da stand sie vom Tisch auf und ging in die Küche hinaus. Erst, um wieder Ordnung zu machen und danach, um auch ihren Staat vom Boden zu holen. Denn der nächste Tag war ein Sonntag und sie versäumte nicht gern die Kirche. So wollte es der Heidereiter und so war sie es gewöhnt von Kindheit an. In der Stube mittlerweile reihte sich unablässig Vers an Vers, immer monotoner und immer trauriger, weil sich die Kinder zugeblinkt hatten, es ihm recht traurig zu machen. Und als gegen Ende hin die Stelle kam, was zog er ihr vom Finger? Ein rotes Goldringlein? Da sahen sie zu nicht geringer Freude, dass des alten Kopf auf seiner linken Schulter ruhte. Wirklich, er war eingeschlafen, müde von der Fahrt und dem Wein, am müdesten aber von der Einförmigkeit ihres Gesanges. Und weil ihnen nichts ferner lag, als ihn wecken zu wollen, so schlichen sie sich fort und drückten so geräuschlos wie möglich die Tür ins Schloss. Auf der Diele draußen aber, um völlig sicher zu sein, taten sie noch ihre Schuhe von sich und tappten sich bis an die Treppe, wo sie, bevor sie hinaufstiegen, einen Augenblick stehen blieben und horchten und kicherten. Oben aber, gerade der Stelle gegenüber, wo die Treppe mündete, war ein Lattenverschlag und hier saß Grissel all die Zeit über und nahm aus einer großen Truhe, deren Deckel hoch aufgeklappt war, ihren Sonntagsstaat heraus, Latz und Kopftuch und Rock und Mieder. Und sie schien ganz in ihren Staat vertieft, als sie jedoch das Kichern unten hörte, blies sie das Licht aus und duckte sich bis an die Erde, denn es war Mondschein und der Schatten, der strichweise unter dem Dache hinlief, verdeckte sie nur halb. Und nun waren Martin und Hilde die Treppe hinauf und standen unter einer Luke, durch die von oben her ein breiter Lichtstreifen einfiel. Und hier war's, wo sie sich trennen und in ihre Giebelkammern nach rechts und links hin abbiegen mussten. Und sie trennten sich auch wirklich. In demselben Augenblick aber, wo Martin an seiner Tür hielt und eben schon die Klinke fasste, wand er sich und rief mit gedämpfter Stimme zweimal über die Diele hin: Gute Nacht! Und auch Hilde hatte sich gewandt, und als ob sie es nicht anders erwartet habe und wie vom selben Geiste getrieben, liefen beide wieder auf die Stelle zu, wo sie vorher gestanden und umklammerten sich und küssten sich. Eine kurze, selige Minute. Dann aber schreckte sie Geräusch von Flur oder Treppe her auseinander und nur noch einmal klang es leise, Gute Nacht. Und Gute Nacht klang es ebenso zurück. Das war die Lesung am Abend. Gute Nacht.